Meinung zu Intermittent Fasting? Da haben wir schon direkt eine ganz praktische Frage. Oh, ja. Intermittent Fasting. Kurz auf Deutsch übersetzt, ist intermittierendes Fasten bedeutet einfach nur ab und zu nichts zu essen. Man kann das viel, viel komplizierter machen, ja, aber im Generellen geht es darum, ab und zu nichts zu essen. Und was halt passiert ist, wenn wir ab und zu nichts essen, ist, dass sich gewisse Stoffwechselprozesse im Körper wieder sortieren können und regulieren können. Autophagie ist so ein Prozess, der da eintritt. Autophagie heißt selbst Phagie fressen, also Selbstverdauung. Da geht es im Endeffekt darum, dass die Müllabfuhr im Körper anfängt aufzuräumen. Mhm. Ich habe da mal das Beispiel eines Streetfood-Festivals benutzt, wo ich mal war. Man ist auf diesem Streetfood-Festival, alle sind Essen, überall gibt es Essen, man isst die ganze Zeit weiter und überall fällt mehr Müll auf den Boden. Und dann aber, wenn das Ding vorbei ist und alle weg sind, dann kann die Müllabfuhr kommen und aufräumen. Und deswegen ist das, was passiert. Die Müllabfuhr kommt dann, räumt auf und dann können sich diese Stoffwechselprozesse wieder sortieren. Und wir sind genetisch, biologisch dafür gemacht. Wir haben Prozesse in unserem Körper, die dafür gemacht sind, ab und zu nichts zu essen, weil das unsere genetische Herkunft ist. Ab und zu haben wir was gejagt oder gesammelt und haben dann viel Essen gehabt. Und manchmal hatten wir Phasen, wo wir durch Hungerphasen gehen mussten. Und darauf sind wir angepasst. Und damit können wir sehr, sehr gut umgehen. Wir haben Mechanismen, die dann anspringen. Unter anderem auch die Ketose, die als dieser Kompensationsmechanismus genau dafür da ist, mit solchen Phasen umzugehen. Und das hat man erkannt, auch wissenschaftlich, dass das sehr vorteilhaft ist. Man hat zum Beispiel zwei Arten, also die gleiche Spezies an Ratte genommen, hat die in zwei Gruppen aufgeteilt und hat denen die gleiche Menge an Essen gegeben, aber der eine hat konstante Zufuhr bekommen und die andere hat einmal viel und dann aber auch für eine lange Phase nichts mehr bekommen. Und was spannend war, ist, die konstante Nahrungszufuhr hat mehr Körpergewicht zugenommen, hatte negativere metabolische Faktoren, auch im Sinne von Entzündungsparametern, und ist schneller gealtert. Mhm. Im Sinne der, es gibt einen genetischen Faktor, den man sich angucken kann, das ist die Länge der DNA im Endeffekt. Mhm. Weil mit dem Alter wird immer ein Teil der DNA abgeschnitten durch die Telomerase, so Schnippel, Schnippel, Schnippel. Und je älter wir werden, desto kürzer wird die DNA. Und die Mäuse, die intermittierend gefastet haben, die hatten das weniger. Mhm. Also auch auf die Frage zurückzukommen, wie kann dieser Typ 30 Jahre ausgesehen haben? Fasten ist ein Teil davon. Ja. Ist ein definitiver Teil davon. Wir wissen, dass Fasten, wenn wir einen Faktor wissen, der uns weniger altern lässt, dann ist das Fasten. Mhm. Einmal in der Woche für 60 Stunden? Also intermittierendes Fasten gibt verschiedene Modelle. Ich habe gesagt, man kann es kompliziert machen. Das ein zentrales Modell ist so diese 8-16 Hunger-Essensperiode. Das heißt, du hast ein 8-Stunden-Fenster, in dem du isst, und ein 16-Stunden-Fenster, in dem du fastest. Leider nicht andersrum. Ich kann mal des Schlafens fasten. Auch das wäre schon eine Form des Fastens. Es gibt Leute, und das nennt sich Night Eating Syndrome, die können nichts dagegen tun, außer nachts aufzustehen und zu essen, weil ihre metabolischen Wege danach so süchtig sind, dass sie konstante Nahrungszufuhr brauchen. Und dann ist auch 16 Stunden Essen und 8 Stunden Fasten der erste Schritt. aber das 8-16-Prinzip ist auch das 8-Stunden-Fenster, an dem du isst, und ein 16-Stunden-Fenster, an dem du fastest. Das heißt, wenn du um 10 Uhr dein erstes Frühstück hast, hast du um 18 Uhr dein letztes Abendessen, und that's it. Alles andere außenrum ist nur Wasser. Könnte man ja schaffen. Könnte man schaffen. Und ich habe das lange Zeit auch praktiziert, habe für mich aber gemerkt, es passt nicht so richtig in mein Leben. Für mich ist das nicht der richtige erste Schritt. Ich bin darauf umgestiegen, einmal die Woche das zu machen. Ich habe auch gemerkt, dass es für viele Leute ganz gut klappt. Und es passieren auch ein paar interessante psychologische Prozesse, wenn man einfach einen Tag die Woche einfach nur nichts isst. Dass man merkt, dass man das kann, oder? Ja, dass das geht. Und dass man auch merkt, dass Essen oft nichts damit zu tun hat, dass man das wirklich metabolisch braucht. Mhm. Man denkt immer, man braucht es jetzt unbedingt. Ja, eine Sache, die krass ist, an den Tagen, wo man fastet, fängt man an, früh ins Bett zu gehen. Es gibt Tage, obwohl ich sonst vielleicht um 10:30 oder 11 mal ins Bett gehe, an den Tagen, wo ich faste, gerade in den Anfängen, sind meine Freundin und ich dann 8:30 so, du, Anni, soll mal schlafen gehen? Ach ja, man wird sich halt am nächsten Mal und freut sich aufs Frühstück. Das shiftet irgendwann. Irgendwann, wenn man das regelmäßig macht, einmal die Woche nichts zu essen, dann fällt es leicht. Und dann hat man auch andere Tage, wo man einfach mal ein Frühstück nicht hat. Oder einfach mal ein Mittagessen. Einfach mal ein Abendessen nicht hat. Und das ist cool. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja.